Was machen wir, Dad? Fragt Bunny Junior. Bunny nimmt einen Hieb aus seinem Flachmann und steckt ihn wieder in die Jackett-Innentasche. Wir schütteln den Monetenbaum, okay? Wir ziehen ein paar Trottel über den Tisch und rupfen ein dummes Hühnchen, sagt Bunny und steckt sich eine Lambert und Butler zwischen die Lippen. Wir bringen den Pastor um seinen Zaster und Tante Grete um ihre Knete. Wir greifen den Massen in die Kasse. Wir rauben und plündern, wie man unter Verkäufern so sagt. Bunny zückt sein Zippo und kokelt beim Zigarettenanzünden versehentlich seine Locke an. Und der Wagen füllt sich mit dem Gestank von versengtem Haar. Wir versuchen, Kohle ranzuschaffen, verstehst du? Und diesmal habe ich ein echt gutes Gefühl. Ja, Dad, aber was machen wir denn, nachdem wir Kohle rangeschafft haben? Wir sind Vampire, mein Junge, wir sind Geier, ein Schwarm Piranhas, die einen Wasserbüffel oder einen Karibu oder irgend so ein Vieh häuten, sagt Bunny mit einem irren Grinsen. Wir sind verdammte Barracudas! Der Junge sieht seinen Vater an, und als er die bodenlose Furcht entdeckt, die sich in Bunnys roten Augen festgesetzt hat, packt ihn eiskalt eine Erkenntnis und er schreckt entsetzt zurück. In diesem Moment begreift Bunny Junior, dass sein Vater keine Ahnung hat, was er tut und wohin es geht. Ihm wird schlagartig klar, dass er schon seit einiger Zeit Passagier an Bord eines Flugzeugs ist, dessen Pilot sternhagelvoll am Steuer sitzt und das von überhaupt niemandem gesteuert wird, wie er jetzt feststellen muss, nachdem er mal im Cockpit nachgeschaut hat. Und in den panischen Augen seines Vaters sieht Bunny Junior 1000 unverständliche Skalen, Schalter und Anzeigen, die allesamt wie wild ausschlagen, rot blinken und piep, piep, piep machen. Und mit einem Anflug von Übelkeit spürt er, wie sich die Nase des Flugzeugs entschlossen in Richtung Erde neigt und die große, blaue, teuflische Welt auf ihn zurast, um ihn zu vernichten. Und er hat Angst. Der Tod des Bunny Monroe ist heute das Thema bei Blaubart und Ginster. Es ist der zweite Roman von Nick Cave. Und aus diesem Roman habt ihr gerade einen Auszug gehört, gelesen vom reisenden Bierhändler meines Vertrauens, Mario Osterland. Vielen Dank. Warme Worte zum Anfang vom Feel-Good-Manager der Bad Seeds, Ralf Schönfelder. Und wir reden heute über den Tod des Bunny Monroe von Nick Cave. Warum? Weil die Treuesten der Treuen unter euch, die hörigsten Hörerinnen und Hörer, wissen, dass wir beide eine gewisse Affinität zu Herrn Cave, seiner Musik und zum ganzen Umfeld haben. Wir haben ihn schon oft gespielt in der Sendung. Auch, ja. Der zweite Roman von Nick Cave hat sich damals wahnsinnig gut verkauft, als er hat ein riesen Echo bekommen, ja. Ich erinnere mich noch, alle, auch großen Feuilletons, alle haben den Roman besprochen. Ja. Ja. Das Buch kam 2009 raus, ich habe es auch in dem Jahr gekauft und habe erst die 5. Auflage bekommen. Also total irre, ne? Ist aber jetzt, glaube ich, wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass der auch erzählende Literatur geschrieben hat, oder? Vielleicht. Es ist der zweite Roman von Nick Cave, wie du schon gesagt hast. Der erste erschien, glaube ich, schon in den 90ern. NDS Saw the Angel ist der Titel. Und dann hat natürlich Nick Cave neben seiner Musik und den Roman auch mehrere Drehbücher geschrieben für so Western-Filme, von denen ich ehrlich gesagt noch keinen gesehen habe. Ich weiß nicht, ob die gut oder schlecht sind, keine Ahnung. Habe ich auch nicht gesehen, aber The Proposition ist ja einer dieser Filme, ne? Ja. Da ging das auch mit dem Soundtrack machen los im Übrigen so langsam, genau, oder? Über Soundtracks, da hat er natürlich noch mehr sogar gemacht für weitere Filme. Und ich glaube, du hast recht, Nick Caves Karriere hat ja verschiedene Phasen durchlaufen. Wir werden vielleicht nachher noch darüber sprechen, zu welcher Phase dieses Buch gehört. Das ist nämlich für die richtigen Fans sofort identifizierbar. Und er ist inzwischen in einer anderen Phase wieder. Und das, glaube ich, das Bild für jemanden, der heute erst dazukommt und Nick Cave heute erst kennenlernt, ist ein ziemlich anderes. Und obwohl ich auch so ein Riesenfan von ihm und seiner Musik bin, habe ich tatsächlich in Vorbereitung auf diese Sendung dieses Buch dann auch zum ersten Mal gelesen. Also es steht seit 2009 im Regal. Weil ich mich auch oft nicht so dran getraut habe. Ich habe nämlich Die Eselin sah den Engel damals nicht geschafft, durchzulesen, weil es auch ein ziemlich abgedrehtes Buch ist, ein ziemlich abgedrehter Trip und ich war mir nicht so richtig sicher, ob ich ihm so vertrauen kann als Erzähler. Ja, also ob ich nicht mir das Bild vom großen Songwriter, das ich von ihm habe, nicht kaputt machen wollte. Mhm. So viel kann ich aber schon mal verraten, das Bild ist heil geblieben. Ralf, du hast das Buch zum zweiten Mal gelesen. Ja, ich habe es damals gleich gelesen, als es rauskam.
und habe es jetzt zum zweiten Mal gelesen, also immerhin gut 13 Jahre später nochmal. Und ich war mir diesmal nicht sicher, aber es hat mir damals sehr gut gefallen. Ich habe riesen Vergnügen daran gehabt und ich war mir diesmal nicht sicher, ob es mir gefallen würde. Es hat eigentlich sich nicht so richtig in meine Lektüre gerade eingefügt. Ich lese gerade Peter Havels Standardwerk über das Mönchtum im Abendland. Oh. Und ich dachte, wie bringe ich da jetzt Bunny Monroe unter? Aber wie es so ist, am Ende passt alles zu allem. Und es hat eigentlich auch sehr gut dazu gepasst. Das ist noch nicht mal ein Spoiler-Alert. Ja. Wir werden das auf jeden Fall vertiefen, wie ihr das von uns kennt. Aber zuerst gibt es natürlich in dieser Sendung vor allen Dingen viel Musik. Und zwar, Ralf, wir starten. Du hast eine super Coverversion mitgebracht, ja, von The einem Mercy Klassiker, Seat, ne? The Mercy, ja, Seat von The Cave and the Bad Seeds, hier in einer sehr schönen Coverversion von Luke Freeze. Jesus in my soup, those sinister dinner deals, a meal trolley's wicked wheels, a hooked bone arising from my food, all things good or ungood, and the mercy seat is waiting, and I think my head is burning. Anyway, I'm yearning to be done with all this weighing up the truth, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But anyway, I've told the truth, and I'm not afraid to die. Interpret sign and catalog, a blackened tooth, a scarlet fog. The walls are bad, black bottom kind. They are the sick death at my hind. And I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger. And like some ragged stranger, he died upon the cross. And might I say, it seems so fitting. In his way, he was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. My kill hand tattooed evil across his brother's fist. That filthy five did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold, and the ark of his testament is stowed. Thrown from which I'm told all history does unfold. Down here it's made of wood and wire, and my body's on fire. God is never far away. Into the mercy seat I climb. My head is shaved, my head is wired, and like a moth that tries to enter the bright eyes, so I go shuffling out of life. Told the truth, but I'm afraid I told a lie.
Luke Freeze war das. Er hat The Mercy Seat gecovert von Nick Cave and the Bad Seeds. Ihr hört Blaubart und Ginster, eine Stunde Literatur mit Ralf Schönfelder und Mario Osterland. Und wir sprechen heute über Der Tod des Bunny Monroe, der zweite Roman von Nick Cave. Ralf, worum geht's in dem Buch? Ja, wir haben schon einen kleinen Ausschnitt gehört. Die Hauptfigur Bunny Monroe ist ein Verkäufer. Er ist ein Hausierer. Er verkauft Kosmetikprodukte an Frauen. Er zieht von Tür zu Tür. Er verkauft Cremes, er verkauft Badezusatz, Öle etc. Und er weiß schon zu Beginn, das ist der erste Satz des Buches, er sagt, ich bin verdammt. Ja. Er weiß gleich, es geht zu Ende mit ihm. Er hat vielleicht den Titel des Buchs gelesen. Ja. Denn wir als Leser natürlich, wenn wir das Buch gekauft haben, wissen auch schon, welche Richtung die Geschichte einschlagen wird und womit das Buch vermutlich enden wird. Natürlich, also wenn ein Roman Der Tod des Bunny Monroe heißt, dann muss man quasi, wenn man darüber spricht, eine ganz neue Form von Spoiler erfinden. Ja, richtig. Spoiler Alert, wir lesen den Titel nicht vor. So ist es, ja. Und als wir Bunny Monroe zum ersten Mal begegnen, macht er gerade Party in einem Hotelzimmer und zwar zusammen mit einer Prostituierten. Seine Ehefrau ruft ihn an, Libby, und Libby leidet unter Depressionen. Sie hat ihre Medikamente nicht genommen und sie hat große Angst. Sie hat, glaube ich, ganz generell große Angst, aber besonders kanalisiert wird diese Angst durch Bilder im Fernsehen. Im Fernsehen wird nämlich von einem Serienmörder gesprochen, der sich als Teufel, wie ein Teufel aussieht, sagen wir mal so, mit Hörnern und sich rot angemalt hat und sein Unwesen treibt im Norden von England. Ja. Unsere Geschichte spielt im Süden von England, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Und Bunny, also der wimmelt sie aber ab. Der hat im Grunde kein Ohr für sie, wimmelt sie ab, um weiter Party machen zu können. Ja. Er ist meilenweit weg, sagt er, er wird nicht kommen und so. Ne? Dabei ist er ganz in der Nähe in Wahrheit. Genau. Ja, er könnte sofort nach Hause kommen, aber das tut er nicht. Ne? Und was wir also sofort mitkriegen, im Grunde schon diese ersten Szenen und den nächsten Szenen immer weiter, dass Bunny Monroe besessen von Sex ist. Und zwar nicht auf die, sagen wir mal, fröhliche, hedonistische Weise, sondern eigentlich auf eine ganz zwanghafte und verzweifelte Weise. Ja, und hat auch tatsächlich mit Lustgewinn in dem Sinne überhaupt nichts mehr zu tun. Nein, also. Und man muss sagen, also Bunny Monroe ist damit so Vertreter einer Art von Figur, die man vielleicht auch schon aus anderen Büchern oder aus Fernsehserien oder Filmen und so weiter kennt. Also eine Figur, die ahnt, wie abgrundtief leer ihre Existenz ist und die diese Leere mit Sexualität versucht auszufüllen. Und Bunny trägt also die typischen Züge solcher Figuren. Er besitzt einen gewissen Charme, darauf ist er auch sehr stolz. Ne? Also er weiß auch, mit welchen Sätzen er Frauen vormachen kann, dass er ein guter Kerl ist, ne? Dass er erstmal sozusagen einen Anker setzt, wie man das in der Verkäufersprache sagt. Doch interessant ist das also mindestens, und das ist auch typisch für diese Figuren, dass seine Verführungserfolge, die er durchaus hat, mindestens genauso daran hängen, dass ihm jede Scham fehlt. Und dass er also überhaupt nicht fürchtet, sich öffentlich lächerlich zu machen, sich zu blamieren, rechtliche Konsequenzen, ne, rausgeschmissen zu werden aus Restaurants und so weiter. Das ist ihm im Grunde alles egal. Und tatsächlich ist er im Grunde eine lächerliche Figur. Hat auch schon mit seinem Namen zu tun, ne? Also ja. wenn er den Ladies sagt, dass er Bunny heißt, dann denken sie immer, er verarscht sie. Ja. Und dann macht er aber so, wird immer schön im Buch beschrieben, wie er so die Hände über den Kopf hebt und dann so Häschenohren imitiert. Ja. Und dass er auch immer Krawatten trägt mit Hasen drauf. Mit Hasen drauf, natürlich, genau. Ne? Und es ist wirklich interessant, weil er ist eigentlich eine negative Figur und wie gesagt auch eine lächerliche und irgendwie eine peinliche Figur. Aber ich glaube, weil man eben auch ahnt mit ihm, was für eine große Verzweiflung hinter all dem steckt, was er tut, ist er auch eine bedauernswerte Figur, mit der man schon auch
zumindest in Teilen mitfühlen kann und aber Empathie nur, haben kann. Ja, aber tatsächlich nur als Leser, weil die Figuren sehen, haben diesen Blick überhaupt nicht auf ihn. Ja. Das ist interessant in dem Roman, ohne jetzt zu weit abschweifen zu wollen, aber es gibt keine einzige Figur in diesem Roman, außer vielleicht der Sohn in dieser Stelle, die ich auch am Anfang vorgelesen habe, die eine Außenperspektive auf Bunny einnimmt. Ja. Also lange Zeit zumindest. Ich will jetzt nicht zu sehr aufs Ende vorgreifen, aber so. Das ist halt interessant, dass kaum eine Figur ihn so von außen sieht und tatsächlich über so ihn reflektiert auch, ja. Überhaupt nicht. Ne? Also eigentlich den meisten ist er zuwider. Mhm. Selbst Frauen, mit denen er dann mal was hat, ist er hinterher zuwider. Mhm. Und die einzigen, die ihn mögen, sind vielleicht seine Kumpels, die er da hat. Ne? Seine Verkäuferkumpels, die finden ihn ganz nett. Ja, und sein Chef. Ne? Und sein Chef, ja. Geoffrey. Genau, also er ist wirklich eine gemeine Figur auch, der sich K.O.-Tropfen zum Beispiel bedient, wie wir dann mitbekommen. Ja, das ist halt total irre, weil man denkt ja erst irgendwie, er ist eigentlich am Anfang nicht komplett unsympathisch. Er wirkt erstmal so ein bisschen kauzig und verpeilt und eben auch unterhaltsam. Ne? Mhm. Das ist ja auch irgendwie so, ne, auch diese Selbstironie-Schiene, die er fährt. Man denkt immer erstmal so, wer ist das denn? Mal gucken, vielleicht kann man auch eine gute Zeit mit dem haben. Und dann wird das in das Buch immer so eingestreut, dass er eben auch eine Vorgeschichte hat. Ja? Ja. Also, dass er tatsächlich auch vorbestraft ist wegen antisozialem Verhalten und dass er auch mit früheren Freundinnen seiner Ehefrau, der Libby, da auch schon aneinander geraten ist. Also eine Freundin hat er mal begrapscht. Da war der Bunny Junior gerade frisch geboren. Und eine andere Frau ist er auf dem Grillfest zu nahe gekommen, zudringlich geworden und sogar ihre 15-jährigen Tochter, wie er sagte, unter einem großen Missverständnis der Zeichen und so weiter. Und da fasst man sich dann als Leser schon an den Kopf und denkt sich, mein Gott, er ist nicht einfach irgendwie so ein Halotri oder irgend so jemand, der verpeilt durch die Welt geht, sondern er ist eigentlich echt ein Triebtäter. Eigentlich schon, ja. Und ich meine, wie gesagt, er hat in mehreren Restaurants Hausverbote. Es wird dann irgendwann aufgezählt, er hat irgendwie in 3 McDonald's-Filialen, 2 Burger King-Filialen Hausverbote. Aber auch so ein Muster, also, ne? Weil auch Kellnerinnen ist natürlich auch so ein absolutes Beuteschema von ihm. Ne? Naja, also das muss man vielleicht über ihn wissen. Und ich habe ja gesagt, also er ist da in diesem Hotelzimmer und als er dann endlich nach Hause kommt, findet er seine Wohnung verwüstet vor. Sein Sohn, Bunny Junior, tritt aus der Dunkelheit seines Zimmers dann auf ihn zu und seine Frau, Libby, hat sich im Schlafzimmer eingeschlossen. Und er öffnet dann irgendwann die Tür und Libby hat sich am Fenstergitter aufgehängt und ist tot. Und schon in der ersten Nacht nach ihrem Tod glaubt Bunny, die Anwesenheit seiner Frau zu spüren. Und das ist eines der tollen Motive dieses Romans, das mich am meisten auch dran gehalten hat, ist, dass von nun an werden er, Bunny, und sein Sohn Bunny Jr. immer wieder Libbys Gespenst begegnen oder glauben, wie auch immer man das interpretieren will. Ne? Entweder glauben, ihre Präsenz zu sehen oder eben ihrem Geist zu begegnen. Dem Sohn geht es ja ganz genauso, nicht nur Bunny. Auch Bunny Jr. fühlt diese Präsenz sofort. Und dadurch wird aber auch der Sohn auf einmal wahnsinnig präsent. Denn der ist, nach 2, 3 Kapiteln ist der voll da, dieser Sohn. Der Vater hatte bis dahin auch gar nicht viel mit ihm zu tun. Die Libby hat sich um ihn gekümmert, allein und so. Naja, und dann geht eigentlich so ein Vater-Sohn-Roadtrip los. Mhm. Ne? Mhm. Aber eigentlich nicht gleich. Es kommt noch zu dieser Beerdigung. Das stimmt, richtig, genau. Mario. Ja, das müssen wir noch kurz erzählen. Ja. Es gibt dann also die Beerdigung von Libby. Und auf dieser Beerdigung will Bunny seine Schwiegereltern dazu bewegen, den Sohn zu sich zu nehmen. Ja, also stimmt, ihren Enkelsohn zu sich zu nehmen. Und diese Schwiegereltern haben aber nur Verachtung für Bunny Monroe übrig, weil sie im Grunde wissen, dass er seine Frau in den Selbstmord getrieben hat. Und alle, die dort bei der Beerdigung sind, auch die anderen Freunde von Libby, verachten ihn, ne, und werfen ihm auch entsprechende Blicke zu. Und die Großeltern sagen, wir können das Kind nicht zu uns nehmen, wir würden immer Bunny Monroe, den Vater, in ihm sehen. Ne? Und damit ist er aufgeschmissen erstmal auch. Ne? Und das ist auch so eine Szene, vielleicht nochmal, die ganz gut illustriert, also was das tatsächlich eigentlich für ein echt niederträchtiger Charakter ist und eigentlich überhaupt nicht liebenswerter Charakter. Denn während er so in dieser Aussegnungshalle sitzt und es eigentlich die Totenfeier für seine gerade verstorbene Frau ist, denkt er über diese ganzen Leute dort nach, die dort sitzen, eben auch diese ganzen Ladies, die anwesend sind, die ihn alle verachten aufgrund von früheren Eskapaden. Ich habe das angedeutet. Und er wird einfach
geil davon. Das erregt ihn. Er sexualisiert die ganze Zeit seine gesamte Umwelt eigentlich. Und er geht, er verlässt die Trauerfeier seiner Frau vorzeitig, um draußen davor auf der nächstbesten öffentlichen Toilette sich einen runterzuholen. So ist es. Und da habe ich schon das erste Mal gedacht, Halleluja, was ist das eigentlich für eine Story? So. Ja. Und das ist wirklich noch bei weitem nicht die schlimmste Episode sozusagen. Ja, das stimmt. Ja. Es ist auch ein sehr düsteres Buch. Es ist in manchen Stellen sehr düsteres, in manchen auf so eine bestimmte Weise auch lustiges Buch, weil er eben auch sich so oft lächerlich macht. Und naja, es ist auch ein Buch eben einer Vater-Sohn-Geschichte. Mhm. Das hast du ja schon gesagt. Denn was sich jetzt nämlich anschließt an die Beerdigung, ist, dass er hat jetzt also seinen Sohn, er konnte den nicht abschieben. Und das Einzige, was ihm einfällt, um weitermachen zu können, weil das auch nicht mehr aushält in der Wohnung, wo er ständig den Geist seiner Frau glaubt zu sehen, ist, dass er sagt, also er nimmt den Sohn jetzt mit. Sie machen jetzt eine Verkaufsreise zusammen und er wird seinem Sohn alles beibringen, was der braucht, um Verkäufer zu werden. Ja. Und die Voraussetzung, er nimmt den Sohn mit und ich werde ihm alles beibringen, das muss man sich vor Augen halten, denn noch ein paar Seiten vorher haben wir erfahren, dass die beiden bei der Beerdigung Anzüge tragen. Schön, ja. Die Libby, fand ich eine ganz anrührende Szene, die Libby vor ihrem Selbstmord für die beiden gekauft und in den Schrank gehangen hat, in dem sonst nichts an frischen Klamotten gehangen hat. Genau. Und also die hat den Laden zusammengehalten oder hat zumindest sich um das Leben des Sohns gekümmert und jetzt will Bunny dem Jungen alles beibringen. Genauso wie es sein Vater für ihn getan hat. Genauso wie es sein Vater für ihn getan hat, ganz genau. Und natürlich ist das, er sagt einerseits, er will dem Sohn alles beibringen, aber es ist natürlich auch eine Flucht. Genau wie auf gewisse Weise sein ganzes Leben eine Fluchtbewegung ist. Ne? Er will da raus, er will einfach wieder on the road gehen und das tun, was er glaubt, was er kann, nämlich seinen besonderen Charme einsetzen, um eben Kosmetikprodukte zu verkaufen und vielleicht noch einen kleinen Quickie mit einer der Damen zu haben. Was ja durchaus auch funktioniert. Also er ist ja überraschend auch erfolgreich bei diesen Verkaufsgesprächen, dass er irgendwie sofort einen Sensor dafür hat, also welche Frau kann ich jetzt hier direkt um den Finger wickeln, wen kann ich einlullen, bei wem habe ich Erfolg, bis das auch einmal höllisch schief geht. Ja, ich hatte gesagt, es gibt kaum eine Figur, die ihn von außen sieht, das stimmt nicht ganz, es gibt eine Kundin oder eine potenzielle Kundin, die dummerweise nicht nur diese Masche von Bunny komplett durchschaut und ihn absolut abstoßend und schmierig findet, nein, sie hat auch noch einen schwarzen Gürtel in Karate. Ja. Kann man sich ja vorstellen, wie das ausgeht. Richtig, ne? Und das ist übrigens ganz interessant, weil du sagst, er hat Erfolg bei den Kundinnen, das stimmt. Da hat das Buch sogar so einen kleinen Sozialkommentar eigentlich. Denn die erste Regel, die Bunny seinem Sohn beibringt, die man wissen muss als guter Verkäufer ist, er sagt, so ungefähr, ne? Schüttelt man einen dicken Baum mit kräftigen Wurzeln, passiert gar nichts. Schüttelt man aber einen dürren Baum mit ausgetrocknetem Stamm und nur ein paar Blättern dran, fliegen dir die Blätter nur so um die Ohren. Er weiß also, bei den Reichen ist nichts zu holen, bei den Armen ist was zu holen. Ne? Und wie macht man das? Man muss den Armen etwas bieten, von dem sie glauben, sie bräuchten es. Ein Traum oder eine Hoffnung. Ja. Und dann zieht er halt los in die Sozialviertel. Ne? Der ist also nicht jemand, der in irgendeiner Villa klingelt, sondern in halt Plattenbauten und versammelt da irgendwie drei Frauen, die gerade schwanger waren und von ihren Kerlen sitzen gelassen wurden. Und den dreht er dann für das bisschen Sozialhilfe oder was sie auch immer da kriegen. Irgendeine Handcreme an. Ja, genau. Ne? Und was macht der Sohn während dieser Zeit? Der Bunny, der Vater quasi, hat ihn ja mitgenommen, um ihm alles beizubringen. Aber Bunny Junior ist dazu verdammt im Prinzip, die ganze Zeit in dem Auto des Vaters zu sitzen, einem verdammten Fiat Punto, der auch schon bessere Tage gesehen hat, hat mich immer so ein bisschen an das Auto vom Dude hier, von The Big Lebowski erinnert. So. Ja. Sitzt da in dieser alten Karre rum und soll dieses Auto auf keinen Fall verlassen. Und Bunny Junior ist es auch relativ recht, das Auto nicht zu verlassen. Das ist auch so ein Motiv des Buches, das immer wiederkehrt, weil er nämlich sagt, wenn ich hier an Ort und Stelle bleibe und in diesem Punto, in diesem Auto warte, dann wird ihn seine Mutter schon finden. Das stimmt, und wieder zurückkommen. Da musste ich auch so an eine unserer vorigen Sendungen denken, an Joe und Didion. Da greift nämlich das magische Denken. Oh ja, das stimmt, das ist es. Da hast du recht, ja. Das ist schön.
Und der Sohn Bunny Jr. ist der Navigator. Ja, ne? Der Vater gibt ihm die Karte und die Kundenliste und sagt, komm, jetzt sag, wo es hingeht. Und Bunny Jr. ist also eine ganz entzückende, ganz, ganz wunderbare Figur. Also die mir wirklich sehr ans Herz gewachsen ist. Er ist, glaube ich, der eigentliche Sympathieträger des Romans. Ja, wie kann er auch nicht, ne? Also ein Neunjähriger, der das besondere Gimmick hat, sich für alles zu interessieren, was in seiner Enzyklopädie steht. Ja. Denn das ist das, was er mitgenommen hat, nachdem sie das Zuhause verlassen haben, Hals über Kopf und on the road gegangen sind. Ja. Eine fette Enzyklopädie, die ihm seine Mutter mal geschenkt hat. Und er liest dort einfach jeden Artikel und lernt das mehr oder weniger auswendig, dieses Buch. Und staunt dann immer, ne? Genau. Also er ist einerseits eigentlich so, hat er das Potenzial, so ein kleiner Klugscheißer zu sein, aber das lässt er eigentlich nicht so raushängen, sondern er staunt halt immer so und nimmt eben, also das ist die Welt, ne? Also nicht wie heute so alles, was im Internet steht, gibt es oder alles, was Google findet, gibt es, sondern was in dieser Enzyklopädie steht, die Enzyklopädie ist gleichbedeutend mit der Welt des Jungen sozusagen. Ja. Plus eben sein Vater. So. Genau. Das ist schon echt gut gemacht. Und er staunt und er sagt dann immer sowas wie hinterher, das ist ja ein Ding, wenn er was gelernt hat oder so. Ne? Und dann ist er natürlich auch ganz, man muss auch gleich Mitleid mit ihm haben, denn er hat irgendeine Augenerkrankung, für die er eigentlich ganz dringend ganz starke Augentropfen braucht. Und weil sein Vater natürlich so ein Idiot ist, merkt er das nicht, sieht es nicht und selbst wenn der Sohn ihn darauf anspricht, ignoriert er ihn einfach, weil er natürlich nur mit sich selbst beschäftigt ist. Und trotzdem ist Bunny Jr., der ist wie ein kleiner Heiliger. Mhm. Also der liebt seinen Vater mit der bedingungslosen Liebe, die eigentlich Liebe sein sollte. Da gibt es wirklich ein krasses Zitat irgendwie, wie der über seinen Vater denkt. Also man müsste ja eigentlich auch so sagen, so, er ist vielleicht so schlau genug, um das zu durchschauen, kann er eben aber noch nicht, weil er ist 9 Jahre und er sagt, und sein Dad spaziert einfach weiter, als wäre er von einem übermenschlichen Kraftfeld umgeben oder den Seiten eines Comics entsprungen. Die Welt kann ihm nichts anhaben. Er scheint, also der Vater, scheint der Hauptgenerator irgendeiner unheimlichen, starken Art von Elektrizität zu sein. Krass, oder? Das ist wirklich krass. Ich habe mir auch ein paar Sachen dazu rausgeschrieben von Bunny Jr., die auch so diese Zuneigung, diese Bewunderung zeigen, aber auch, dass er einfach so glücklich ist, mit seinem Vater zusammen zu sein. Mhm. Ne? Bunny betrinkt sich, ne, besäuft sich die ganze Zeit und Bunny Jr. fragt, willst du noch ein Bier, Dad? Was ist schon irgendwie? Oder sie sehen bis spät in die Nacht, bis nach Mitternacht sitzen sie auf der Couch und schauen Fernsehen und Bunny ignoriert im Grunde, dass sein Sohn da ist und dass der längst ins Bett müsste. Und dann sagt der Sohn irgendwann, naja, ich gehe dann mal ins Bett, Dad, weil er halt nicht geschafft wird. Ne? Ja. Oder er macht immer dem Vater Komplimente, wenn der einen Witz gemacht hat oder so. Der war echt gut, Dad, oder so. Ne? Ja. Und es geht sogar so weit, dass sie sehen dann nochmal einen Fernsehbericht über diesen Teufelsmörder. Mhm. Ne? Und Bunny sagt dann, also völlig aus dem Zusammenhang gerissen, man weiß gar nicht wieso, ne? Sagt er zu seinem Sohn, nimmst du dem Typen das ab, fragt Bunny. So, ja. Nein, Dad, antwortet der Kleine. Er ist einfach immer sofort da, ne? Macht jeden Idiot, lässt sich auf jeden idiotischen Scheiß von seinem Vater ein und sagt auch am Ende mal, als es dann nämlich schon, schon problematisch wird, die Reise, die sie machen, sagt dann der Kleine mal, das ist typisch sein Dad, denkt er. Immer wenn man kurz davor ist, eine Stinkwut auf ihn zu kriegen, macht er irgendwas, das einen völlig umhaut. Das muss man ihm schon lassen. Mario, wo befindet sich denn eigentlich dieser Roman im Werk von Nick Cave? Lass uns mal ein bisschen Kontext mitliefern. Ja, ich denke, das ist wirklich ganz interessant. Bevor wir dann wieder ins Buch einsteigen und so ein bisschen in die Motivwelt eintauchen, ist es vielleicht ganz gut, tatsächlich erstmal so ein bisschen Kontext zu liefern. Denn dieses Buch, Der Tod des Bunny Monroe, fällt genau in die sogenannte Grinderman-Ära von Nick Cave. Fans werden jetzt gleich sagen, aha, Grinderman, okay, da war ja was. Für alle anderen, also kurz zusammengefasst. Das Buch erscheint 2009. Zu diesem Zeitpunkt hatte Nick Cave bereits mit 3 anderen Mitgliedern der Bad Seeds so eine Art Seitenprojekt gegründet, eine Garage-Rock-Band namens Grinderman. Die hatten 2006 ihr erstes Album raus, 2011 haben sie ihr zweites Album rausgebracht und sich dann auch direkt wieder aufgelöst. Das war also eine kurzlebige Geschichte von 5 Jahren. Aber innerhalb dieser 5 Jahre
haben Nick Cave and the Bad Seeds auch noch ein Album rausgebracht. Das hieß Dick Lazarus Dick. Heute leider ein bisschen vergessen. Es wird auch live nichts mehr daraus gespielt. Hatte aber auch einen ganz massiven Garage-Rock-Einschlag. Wurde damals auch von Kritikern total gelobt. Ist ein tolles Album. Ich habe auch nochmal in Vorbereitung auf die Sendung so bei Metakritik so die Rezension so quer gelesen. Da hieß es damals schon, so klingt ein Rockstar, der in Würde altert. Da bin ich auch sehr hellhörig geworden. Und eben genau in diese Zeit fällt dann auch dieser Roman Der Tod des Barney Monroe. Und das ist nicht unwesentlich. Denn es ist schon diese Roadtrip-Garage-Rock-Atmosphäre, der alternde, dem Verfall preisgegebene Rockstar, der sich selbst als unwiderstehlich und unantastbar und unsterblich hält, kommt nicht nur ins Wanken, sondern hat eben massive Zerfallserscheinungen mit sich auszumachen. Das ist wirklich so ein Werkkomplex, der heute bei Nick Cave nicht mehr unbedingt denkbar wäre. Und das ist aber tatsächlich genau das, worum auch die Grinderman-Songs gehen. Mhm. Also ich glaube, mich zu erinnern, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, dass damals Nick Cave ein Interview gegeben hat, in dem er gesagt hat, dass, wie heißt nochmal sein Hauptmusiker? Dass Warren Ellis ihm gesagt hat, okay, wir machen jetzt Grinderman und wir können über alles mögliche Musik machen, aber nicht über Liebe und nicht über Tod. Mhm. Was natürlich Nick Cave ein bisschen eingeschränkt hat, denn das war in der Werkphase davor, waren das die Hauptthemen. Und was Grinderman dann letztlich gemacht hat, ist auch ganz viel Songs über Sex einfach. Ja. Ne? No Pussy Blues, genau. Ja. Genau. Ja. Aber nicht nur da, auch auf Dick Lazarus Dick, nicht so massiv wie bei Grinderman, aber kommt das drin vor. Also wir befinden uns sozusagen in dieser Werkphase, ist nicht ganz unwesentlich, wie gesagt. Der Jesse James Soundtrack kommt auch in diese Phase, also Western, Outlaw-Typen, solche Sachen. Ja. Später nochmal in The Sick Back Song, in diesem Buch, was ich auch sehr empfehlen kann, da ist das nochmal mit diesem alternden Rockstar aufgegriffen worden, aber unter einem ganz anderen Voraussetzung im Prinzip. Es ist ein bisschen, als würden wir die Midlife-Crisis von Nick Cave begleiten, ein bisschen. Ja. Ja. Und du hast recht, die Phase ist schon wieder vorbei. Sie endete im Grunde mit meinem Lieblingsalbum von Nick Cave in the Bad Seeds, Push the Sky Away. Ja. Da ging es vom Garage-Rock wieder mehr in eine melodische und poetische Richtung. Das war generell der Anfang von einer unglaublichen Reinkarnation dieser Band. So. Und dann kam der Tod des Sohnes. Und da gehen wir jetzt nicht hin. Das ist eben genau. So. Das ist sozusagen dann die Phase, in der wir jetzt aber auch irgendwie noch, oder jetzt schon fast die Postphase davon. Aber die letzten Alben waren sehr geprägt von diesem Ereignis im Leben von Nick Cave, dass sein junger Sohn gestorben ist. Aber so weit gehen wir noch nicht. Wobei das natürlich auch mit dieser Vater-Sohn-Sache auch wieder so eine Geschichte ist. Aber eigentlich zieht sich das durch das ganze Werk. Also auch das zweite Album von Nick Cave and the Bad Seeds, The Firstborn is Dead. Mhm. Also es sind schon so Dauerthema. Wie gesagt, wir kommen gleich drauf zu sprechen. Noch ein bisschen Kontext und noch ein bisschen Selbstaussagen von Nick Cave zu diesem Roman. Ja, fand ich auch interessant. Weil er in einem Interview gemeint hat, für sein schriftstellerisches Werk oder besonders für diesen Roman gibt es vor allen Dingen zwei große Inspirationsquellen, hat er gesagt. Das ist einmal das Scum-Manifesto von Valerie Solanas. Valerie Solanas war die feministische Aktivistin, die auf Andy Warhol geschossen hat. Und zum anderen das Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium, genau. Und da bin ich natürlich als alter Literaturwissenschaftler besonders hellhörig geworden und habe mich dann gefragt, warum denn das Markus-Evangelium? Und vielleicht kannst du mir da noch ein bisschen helfen. Aber ich habe eigentlich bisher nur festgestellt, das Markus-Evangelium ist das kürzeste der Evangelien und legt vor allen Dingen den Fokus auf das öffentliche Wirken von Jesus, das Herumreisen und das Wundertun. Das habe ich so ein bisschen in Verbindung gebracht mit dem Herumreisen von Barney Monroe und dem Wunderdinge tun, zumindest was seine Vorstellung davon ist. Und ein berühmtes Bibelzitat kommt aus dem Markus-Evangelium, nämlich: Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ja, das passt natürlich wunderbar zu Markus 14, Vers 38. Naja, klar, das Markus-Evangelium ist ja, also man geht heute davon aus in der Religionswissenschaft, dass es das älteste der vier Evangelien ist. Und es ist also auch das wahrscheinlich Lukas und Matthäus als eine Quelle benutzt haben, um ihre Evangelien zu schreiben und dann eben den Fokus vielleicht auf andere Dinge zu legen. Das Johannes-Evangelium steht so ein bisschen für sich als viertes. Ganz generell
ist natürlich Religion auch schon immer ein ganz wichtiges Thema für Nick Cave geworden. Es gibt diesen ganz tollen Film, den ich jedem empfehlen kann, der ihn noch nicht gesehen hat. 20.000 Days on Earth. Mhm. Das ist ein Dokumentarfilm mit Nick Cave über Nick Cave. Und da gibt es am Anfang eine Stelle, die er auch offensichtlich geschrieben hat. Die ist ganz literarisch. Da sieht man ihn im Arbeitszimmer und er sagt, er spricht über sein Werk und sagt, was in dem Werk für Gesetze gelten. Und einen Satz, obwohl ich den Film vor Jahren gesehen habe, werde ich nie vergessen. Er sagt, es ist eine Welt, in der Gott tatsächlich existiert. Ja. Und also er hat sich schon seit Jahrzehnten mit Religion befasst. Er wurde, glaube ich, auch sehr christlich erzogen. Ah, das weiß ich nicht mehr so genau, aber ich glaube schon, das auch mal gehört zu haben. Ja. Ja, while typing, I write God into existence. Sehr schön. Zitat, ja. Also das ist so die Selbstaussagen. Ich habe dann aber so gedacht, der Tod des Bunny Monroe, dieser Titel allein, gibt's das nicht schon mal? Und es gibt natürlich der Tod eines Handlungsreisenden von Arthur Stimmt, Miller. Natürlich, Mario. Und jetzt Klugscheißer-Modus an. Worum geht's eigentlich in der Tod des Handlungsreisenden? Es geht um Willie Loman, einen mäßig erfolgreichen Handlungsreisenden, der ein besonderes Verhältnis zu seinen Söhnen hat, vor allen Dingen zu einem der Söhne, nämlich dem Biff Loman. Der ist auch total erfolglos und das heißt immer, dass der Willie Loman in so eine Depression verfällt, nicht weil er selber erfolglos ist, sondern weil sein Sohn auch so erfolglos ist. Da dachte ich mir, das könnte man ja vielleicht auch irgendwie, man muss es nicht an den Haaren herbeiziehen. Es ist mir einfach aufgefallen, ich stelle das so zur Diskussion, sage ich mal. Und es gibt noch den Ben Loman in diesem Stück, der Bruder von Willie Loman, und das ist der verstorbene Bruder, der immer als Geist wiederkommt und die das große ist ja Vorbild, fantastisch. Die das große wusste ich Vorbild überhaupt Funktion nicht mehr. Ist, ja. Toll, ja. Und das i-Tüpfelchen des Ganzen, um vielleicht noch eine weitere Parallele zu Arthur Millers Stück aufzumachen, es gibt natürlich eine Frau in Boston, eine heimliche Geliebte, von der die Familie natürlich, also vor allem die Frau des Willie Loman, natürlich nichts erfahren soll. Ja, ich weiß nicht, also ich habe das jetzt natürlich nicht literaturwissenschaftlich analytisch abgeklopft, aber der Tod ist bei umso besser, sage ich mal. Umso besser für unsere Sendung. Es reicht vielleicht doch, das einfach mal so aufzumachen. Also das fand ich schon ganz interessant, dass also Nick Cave ist ja auch kein dummer Mensch, er ist ja auch belesen, das weiß man. Und er trägt einen riesen Fundus an Liebe, Tod, Religion, Klassikern der Weltliteratur, klassischem amerikanischen Songwriting mit sich. Und dazu vielleicht noch eins. Wer, so wie wir, die Alben und Lieder von Nick Cave kennt, der wird auch im Kleinen viele Motive in dem Buch finden, Bilder, Metaphern, die in bestimmten Songs wiederkommen. Und ich will nur zwei sagen, die mir besonders gefallen haben. Bunny Junior, ne, wird an mehreren Stellen mit einem Astronaut verglichen. Als er seine Mutter sieht, schwebt er wie ein Astronaut über die Straße und so. Und ich musste natürlich sofort denken an das Grinderman-Lied Man on the Moon, Man in the Moon, Man on the Moon, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es heißt, wo es genau darum geht, my daddy was an astronaut, that's what I've been often taught, my daddy went away too soon, now he's living on the moon. Es ist also eine Vater-Sohn-Geschichte in diesem Lied über den Astronaut. Ich meine, dass Nick Cave seinen Vater selbst auch recht früh verloren hat, da war er 19, das kann man auch nochmal am Rande erwähnen, ohne das jetzt allzu sehr in so eine biografische Lesart drängen zu wollen, aber Cave hat selber auch mal gesagt, dass dieser frühe Verlust des Vaters auch so eine kreative Triebfeder immer war, also auch, dass diese ganze Motivik von Tod und Verlust auch sehr eng mit dieser Erfahrung des toten Vaters zu tun hat. Mir ist noch eine andere Stelle aufgefallen, was so den Motivkosmos aus Nick Cave-Songs angeht. Da erzählt der Vater nämlich seinem Sohn auch irgendwie so mehr oder minder ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Einmal hatte ich geschäftlich in Hastings zu tun und da war ein kleines Mädchen, das hatte Flossen statt Hände und ihre Zunge war so lang, dass sie am Kragen ihrer Jacke festgesteckt trug. Da musste ich so an Jubilee Street denken irgendwie. Oh. I got a fetus on a leash und so. Und also da sind ja auch so surrealistische Bilder. Ja, das. A 10-ton catastrophe on a 60-pound chain und irgendwie. Das ist eins von den Liedern, wo man merkt, dass er zu dem Zeit ein bisschen weg vom klassischen Storytelling in den Liedern wollte. Ja, genau. Weil es eben so abstrakte, surrealistische Bilder ist. Aber diese kleinen Szenen, diese kleinen Figuren, so das taucht immer mal wieder auf. Oder auch, was ich auch ganz evident fand, in einem dieser, nicht in 20.000 Days on Earth, sondern in diesem anderen Film, One More Time with Feeling, da erklärt er, dass er, seitdem er in Brighton wohnt, wo auch die Story von Bunny Monroe angesiedelt ist, das ist ja eine Küstenstadt direkt an der Südküste und dann sind diese
steil, ist eine Steilküste. Ja, genau. Das war jetzt sehr viel Küste, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ja. Und diese Klippen wirken halt auch irgendwie immer so ein bisschen wie das Ende der Welt. Wenn man an so einer Steilküste steht, man denkt immer, hier bricht das Land ab und hier ist die Welt zu Ende. Und dann ist es auch so, dass an solchen Küstenabschnitten es immer extreme Wetterphänomene und Wetterveränderungen gibt. Und in diesem Film beschreibt er, wie er erst seitdem er in Brighton wohnt, sich Gedanken darüber macht, wie das Wetter aussieht, wie es sich offenbart und ob es nicht Bedeutung mit sich trägt, das Wetter. Und dann gibt es auch in Bunny Monroe immer wieder so Szenen, wo Regen beschrieben wird, wie heraufziehender Donner, sich türmende Quellwolken und all sowas beschrieben wird. Und da dachte ich mir die ganze Zeit, ich höre es richtig. Also es ist auch schon, und auch das vom Anfang, von Tupelo, den ersten Songs, A Distant Thunder Rumble, großes Unwetterlied, bis hin halt zu diesem, er lebt heute in Brighton und beobachtet Wetterphänomene und so, musste ich sofort dran denken, ja, es ist tatsächlich dieser Roman ein weiteres Puzzlestück, ein Mosaiksteinchen im Gesamtkunstwerk oder zumindest, ich will jetzt nicht sagen im Gesamtkunstwerk Nick Cave. Doch, das kann man schon so sagen, in seinem Werk auf jeden Fall. Er ist ja auch eine selbstfiktionalisierte Figur im Prinzip geworden. Na klar. Aber es fügt sich dann eben auch wieder so ein und das ist, man merkt schon, ich stehe auf solche Sachen, wenn Künstler so Gesamtwerke schaffen, die ineinander passen, auch wenn sie verschiedene Gattungen beackern. Ein Motiv noch von mir, weil es uns wieder zurückführt zum Buch Der Teufelsmörder aus dem Buch. Das ist natürlich auch so eine richtige Nick Cave-Figur. Er ist rot angemalt, er hat also eine Red Right Hand sozusagen. Ne? Überhaupt diese Teufelsmörder-Figur erinnert mich auch an Song of Joy zum Beispiel. Na, also wo der Erzähler des Songs auch wieder Red Right Hand zitiert. Und da auch der teuflische Mörder, der seine Frau getötet hat. Das gibt es also auch. Und dieser Mörder, dieser Teufelsmörder ist im Roman, auch wenn der eigentlich so ein bisschen wie eine Parallelgeschichte ist, ist er trotzdem wie eines der vielen Omen der Verdammnis. Ja. Und das ist einer der großen Motive des Romans. Ich bin verdammt. Wie äußert sich das jetzt aber in dieser Motivwelt konkret im Buch? Denn es gibt ja auch eine riesige Ebene, die so mit übernatürlichen, metaphysischen, religiösen Dingen zu tun hat. Genau, und eben diesem Gefühl von Bunny Monroe, dass er verdammt ist und dass er eigentlich sich auf seinen Tod zu bewegt, wie gesagt, weil er vielleicht den Titel seines Romans kennt. Und es gibt da schon relativ früh immer wieder Anspielungen darauf. Und eine, die mir besonders gut gefallen hat, passiert bei der Szene, von der du vorhin gesprochen hast, nämlich auf der Beerdigung. Als er sozusagen rausgeht aus der Beerdigung und dann in dieser öffentlichen Toilette in den Spiegel sieht. Und er stellt dann fest, es ist übrigens auch wieder eine Szene, die seine Verkommenheit zeigt, weil er nämlich sich in die Augen sieht und sieht, wie verletzt er jetzt aussieht und denkt, wow, jetzt habe ich ja noch mehr Ausstrahlung, jetzt wo ich so ein verletztes Aussehen habe. Ne? Und dann aber sieht er sozusagen in den Spiegel und sieht, wie die also es ist jetzt ein Zitat daraus, wie die Schatten hinter ihm allmählich verschwimmen, zerlaufen und ihre Lage ändern. Sie scheinen länger zu werden und jede für sich eine eigene Persönlichkeit zu bekommen, als bewegten sie sich aus der Unterwelt auf zu ihm. Urplötzlich spürt Bunny, dass er sterben wird. Vielleicht nicht heute, aber bald. Und er stellt irritiert fest, dass er diesen Gedanken irgendwie tröstlich findet. Instinktiv begreift er, dass es die Schatten der Toten sind, die sich herumwälzen und neu ordnen, um Platz für ihn zu machen. Ich habe natürlich von Ralf Schönfelder Lernen heißt von den Besten lernen, genau diese Stelle auch exzerpiert. Ah, das freut mich aber. Ja, na, also das ist diese Dunkelheit, die ihn die ganze Zeit begleitet. Das ist das eine Motiv für das Jenseitsreich und das andere ist immer bewegte Luft. Ja. Und das finde ich ganz interessant, dass das spüren beide, also Bunny und Bunny Junior, aber auf unterschiedliche Weise spüren sie es, an unterschiedlichen Orten und sie knüpfen unterschiedliche Assoziationen daran. Das finde ich ganz interessant. Bunny sitzt meistens im Kundinnengespräch und versteigt sich da an seine Werbeversprechungen und wie jung die Haut wird durch die Produkte und denkt aber die ganze Zeit nur daran, wie er die Kundin gegenüber flachlegen könnte und so weiter. Und dann passiert meistens so ein Kippmoment in diesen Kundengesprächen. Gardine wackelt, irgendwie das Licht verändert sich. Und einmal heißt es sogar, er ist sich sicher, dass wenn er jetzt den Kopf heben wird, dann wird er seine Frau in der Ecke stehen sehen. Und natürlich immer in diesem orangen Negligé. Und er glaubt schon, dass er fast so eine orangene Farbe da sieht. Interessant übrigens auch, dass Bunny Junior, der Sohn, die Mutter auch mit diesem orangenen Negligé
assoziiert. Ne? Ja, und das aber ganz tröstend für ihn genau. ist natürlich. Genau, ja, weil das ist natürlich ja. klar. Also ich meine, wenn die Mutter Negligé trägt, der Kleine wahrscheinlich Schlafanzug, das ist natürlich eine typische, prototypische Szene von abends kuscheln und genau. beschützt sein. Und genau, so, ne? Ja. Und Bunny kriegt das eben auch mit, diese Luftveränderung, und denkt dann eben auch so, ah, meine Mutter kommt näher oder sie findet mich oder sie hält schon Ausschau nach mir. Das geht ja auch so weit, dass der Sohn das dann irgendwann nicht mehr aushält und diesen Fiat Punto eben doch verlässt, mhm. anders als ich es vorhin erzählt habe, ihn doch verlässt und dann auf der Promenade diesem Hauch nachspürt, dieser Mutter, oder mhm. ja, den Hauch, der von oh, dieser ja. Mutter offenbar ausgeht, nachspürt und sie in einer Menschenmenge ganz real zu erkennen glaubt und sich da einer Frau eben an den Hals wirft und sie wirklich innig umarmt und vollkommen davon überzeugt ist. Also sie sieht aus wie die Mutter und erst als diese Frau, das bricht diese Szene, erst dann kann er erkennen, dass sie es nicht war. Ja, und mir ist gerade eingefallen, als du diese Geschichte erzählt hast, dass es eine Parallelszene mit Bunny, dem älteren Bunny, gibt, nämlich als die Leute vom Jugendamt kommen. Ganz am Anfang, die Frau ist gestorben, es kommen mhm. zwei Leute vom Jugendamt, die also gucken wollen, wie läuft es hier. Und Bunny, natürlich, eine davon ist eine Frau, er denkt natürlich wieder, dass sie gut aussieht und wirft sich dann so in ihren Schoß, ne, eigentlich um ihr nah zu sein, und stellt dann irritiert fest, dass die Tränen, die er weint, echt sind. Mhm. Und dann sagen sie dann, ne, richten sie ihn irgendwie wieder auf, weil sie halt denken, er ist ein verzweifelter Witwer, ne? Und dann fragen sie ihn, haben Sie noch Fragen? Und Bunny fragt dann irgendwie, ja, was machen Sie denn, wenn Sie glauben, Ihre Frau ist gar nicht richtig tot? Also schon da in diesem Gespräch spricht er das einfach aus, dass er also glaubt, von diesem Geist begleitet zu werden. Absolut, ja. Ja. Und diese, also auch auf so Parallelitäten stehe ich halt auch. Also man könnte auch immer sagen, ja, das sind so, da liegt dann das Handwerkszeug so offen zutage und man sieht auf einmal, wie ist der Roman strukturiert und komponiert. Das Buch hat auch Schwächen. Wollen wir nicht aus so einer Fanbubble heraus sprechen und das jetzt abfeiern, das Buch? Er ist nun mal kein klassischer Romancier. Er hat das zwar schon drauf, aber mit einem gründlicheren Lektorat hätte man auch ein besseres Buch noch draus machen können, was solche Dinge angehen. Es gibt viel Klischee, es gibt sehr viel Versatzstücke, die man zu kennen glaubt, aber er hat auch so eine Tendenz, sehr expressiv alles beschreiben zu wollen und sehr viele, auch kurz hintereinander, sehr expressive Bilder zu finden, die auch teilweise nicht unbedingt miteinander zu tun haben und die natürlich auch ein bisschen Wirkung verlieren, weil man gerade vor zwei Sätzen erst das letzte ganz laute Bild gelesen hat. Mhm. Ne? Das stimmt. Aber einige von diesen Bildern gefallen mir auch ganz gut, wenn ich da noch ganz kurz reingrätschen kann. Na klar, ja. Nämlich, einen Satz habe ich mir zum Beispiel rausgeschrieben. Übertrieben vorsichtig steigt er über die zerfetzten Kleider, die wie schlafende Tiere im Wohnzimmer liegen, als könnte er sie durch einen falschen Schritt wecken. Viele davon Finde sind schon schön. Ganz nein, nein, auf jeden Fall. Das wollte ich auch damit nicht sagen. Also das ist auch wirklich nur eine ganz, ganz kleine, vorsichtige Kritik. Er benutzt also offensichtliche Parallelitäten, wiederkehrende Motive innerhalb dieses geschlossenen Erzählkosmoses. Und da wollte ich nochmal drauf zu sprechen kommen, weil du das mit diesem Spiegel angesprochen hast. Wenn mir das jetzt erst aufgeht, als er in dem Spiegel sieht, dass er jetzt gebrochen oder dass eine Brechung stattgefunden hat und die ihn jetzt noch attraktiver macht. Der Spiegel als entscheidendes Schwellenmoment kommt relativ zum Ende des Buches nochmal vor, wenn Bunny wirklich seinem absolut persönlichen Tiefpunkt entgegentritt, indem er da in einem sehr verkommenen Haus mit einer sehr verkommenen Frau näher kommt. Ich will es mal so umschreiben, ich will nicht zu viel spoilern, weil das wirklich eine Schlüsselszene in dem Buch ist. Also er tritt dieser Frau gegenüber und sagt, dass er durch den Spiegel gegangen ist in den Tod selbst, in ihren, also gemeint ist die Frau, die er gegenüber ist, oder vielleicht sogar in seinen eigenen. Das ist eine sehr schöne Szene, die habe ich mir auch angestrichen. Natürlich. Ja, natürlich. So. Also, die ist sehr schön. Also auch so, es ist ein klassisches Motiv, klar, der Spiegel als Portal, aber er setzt es sparsam ein und ich finde es auch wirklich evident, dass ausgerechnet auch in so einer Bruchbude da scheinbar noch irgendwo ein Spiegel intakt geblieben ist. Ja, und dass auch da eben dieses Spirituelle eben drin ist, in diesem eigentlich Verkommenen. Ne? Und diese ganze Ebene der Verdammnis oder des Geisterhaften, die findet dann
ihren Abschluss und ihren Höhepunkt bei vielleicht meiner Lieblingsstelle in dem Roman, die, als ich sie schon zum ersten Mal gelesen habe, gleich dachte, das ist wirklich großartig, weil es mir eine ganz neue Perspektive auf die ganze Erzählung gegeben hat. Er trifft nämlich kurz vor seinem Tod, also dass er stirbt, ist ja klar, er trifft sterbend seine Frau Libby, den Geist, das Gespenst seiner Frau Libby. Und er sagt dann zu ihr, warum verfolgst du mich? Oder verfolgst du mich ab jetzt nicht mehr? Und dann sagt sie zu ihm so ungefähr, wie kommst du denn darauf? Ich habe dich nie verfolgt. Und in diesem Moment, natürlich nicht der Geist verfolgt ihn, sondern umgekehrt. Mhm. Es ist seine Bewegung, genau, auf die Unterwelt. Und gerade über die Unterwelt gesprochen, über die Erscheinung der Geister. Und eine Erscheinung in diesem Buch ist die Sängerin Avril Lavigne. Lavigne. So ist es, ja. Witzigerweise, oder naja, nicht, na doch, witzigerweise, entschuldigt er sich, ja, also Nick Cave, in der Danksagung zu diesem, ja, Buch. Nicht nur bei Avril Lavigne, sondern auch bei Kylie Minogue, denen meine Verehrung und mein Respekt gelten und die ich um Verzeihung bitte. Richtig. Warum? Bunny Monroe ist besessen von beiden. Nicht, ja, nur von den beiden, auch von Britney Spears und allen anderen Popsternchen und Sängerinnen, die in knappen Bekleidungen auf der Bühne herumspringen. Aber Avril Lavigne. Avril, ja, Lavigne ist für ihn die göttliche Vagina. Das so kann man so sagen. So drückt er sich aus. Zitat, ja, Ende. Im Übrigen scheint es auch so, also Musiker, Rockmusiker und Avril Lavigne, das scheint es auch irgendwie so ein Ding zu geben. Ich weiß auch nicht. Kennst du diese Anekdote von Marilyn Manson? Ganz bestimmt mit nicht. Avril Lavigne. Marilyn Manson hatte sich ja mit seinem Gitarristen John Five überworfen. Mhm. Dann ging es ja auch erstmal mit dieser Marilyn Manson Band musikalisch wirklich krass bergab. Und unter anderem war einer der Gründe deswegen, dass John Five einen Song mit Hilary Duff aufgenommen hat. Ein weiterer Name, der mir was sagen sollte, wie ich deinen Blick entnehme und den ich noch nie gehört habe. Und jedenfalls sagte Marilyn Manson, ich habe zwar Avril Lavigne meine Dildo-Kamera gezeigt, aber ich habe keinen gottverdammten Song mit Hilary Duff aufgenommen. So als Rechtfertigung oder was auch immer. Also ich weiß auch nicht, Avril Lavigne und Rockmusiker, es scheint irgendwas zu sein. Lass uns dieses Thema nonchalant abbiegen. Bitte, ja. Ich kann auch wirklich nichts dazu sagen in diesem Fall, ja. Und den Podcast wieder in eine andere Richtung treiben. Denn was wir in unserer bisherigen Stunde nicht geschafft haben, zu besprechen, was aber sehr wesentlich für dieses Buch ist, Stichwort Vater-Sohn-Beziehung, oh ja, ist Bunny ist Senior. Mhm. Denn der Vater von Bunny Monroe, der lebt tatsächlich auch noch. Genau. Er ist zu Hause und wird von einer Pflegerin also begleitet. Ja. Das heißt, die Verantwortlichkeit ist auch von Bunny abgeschoben worden. Oh ja. Und während dieser Handlung, also die Handlung erstreckt sich im Übrigen so über 3 Tage, versucht diese Pflegerin Bunny Monroe mehrfach anzurufen. Ja. Es wird immer dringlicher, die Lage sei ernst, er soll sich bitte melden und soll seinen Vater verdammt nochmal besuchen fahren. Und damit erfüllt sich dann so eine Klammer in der Handlung, denn ganz am Anfang des Buches gibt es schon mal einen Telefonanruf. Eine fantastische Szene, also auch eine meiner Lieblingsszenen, an der man wirklich sieht, dass Nick Cave schon ein ziemlich guter und talentierter Erzähler ist. Und diese Stelle, die würde ich gerne noch vorlesen. Ah, ich bitte darum. Bunny nimmt eine Flasche Malt Whisky und ein kurzes, schweres Glas heraus und geht zurück zum Sofa. Er schenkt sich ein und leert das Glas in einem Zug. Dann würgt er, wirft den Oberkörper vor, schüttelt sich und beginnt das Spiel mit Flasche und Glas von vorn. Dann hackt er mit dem Zeigefinger eine Nummer in sein Handy. Die Verbindung baut sich auf. Aber noch vor dem Surren des Rufzeichens hört Bunny ein endloses, grässliches Husten, tief und feucht. Und er muss das Telefon auf Armlänge vom Ohr weghalten. »Dad?« sagt Bunny nach einer Weile, merklich beunruhigt, mit einer unabsichtlich heftigen Betonung des Anfangsbuchstabens. Noch kein richtiges Stottern, aber die ersten Ansätze davon, als hätte man ihm das Wort aus dem Mund gerissen wie einen stinkenden Zahn. »Dad?« sagt er nochmal, klemmt das Telefon unters Kinn und zündet sich noch eine Kippe an. Das Husten verstummt
und Bunny hört, wie mit einem grässlichen Pfeifen Luft durch ein zu großes Gebiss gesogen wird. Und es klingt wie ein Nest gereizter Schlangen. Dann die grimmige, gallige Frage: Was? Dad, ich bin's, sagt Bunny, greift nach der Flasche und lässt noch einen Whisky in sein Glas schwappen. Seine Hand zuckt vor Aufregung wie wild. Wer ist da? Brüllt sein Vater. Dad, ich muss dir was sagen. Wer ist denn da, verdammte Scheiße? Fragt sein Vater. Und Bunny hört ihn mit dem Gebiss klappern. Ich bin's. Bunny macht so heftige Sprünge, dass es aussieht, als würde er winken oder hätte einen epileptischen Anfall oder als hätte er sich die Hände gewaschen und fände kein Handtuch zum Abtrocknen. Er stürzt den Whisky runter und verzieht das Gesicht. Dann schüttelt er sich, zieht an der Zigarette und merkt, dass er jetzt am ganzen Leib zittert. »Wer zum Teufel ist da?« fragt der alte Mann. Und aus den Tiefen seiner Lungen bricht ein weiterer Hustenanfall los. »Dad?« stammelt Bunny. Und er hört sich stottern und klappt das Telefon leise fluchend zu. Warum ist dir diese Stelle so wichtig, Ralf? Ich liebe diese Stelle. Wie gesagt, ich finde, sie ist ausgezeichnet erzählt, weil man sieht, wie leicht und mit wie wenig Aufwand eine ganz intensive und auch unheimliche Stimmung erzeugt wird darin. Es ist ja im Grunde eine ganz einfache Sache. Jemand ruft wo an, jemanden, der ihm sehr nahe stehen müsste eigentlich oder der ihm sehr nahe steht, und derjenige weiß nicht, wer das ist oder tut so, als wüsste er nicht, wie das ist. Und ich finde, also als ich das wieder gelesen habe, ich dachte, das ist so unheimlich, dass dieser Vater einfach, weißt du, einfach nicht auf ihn reagiert und einfach nicht weiß, wer das ist, wer sich da meldet, diese Stimme von seinem eigenen Sohn nicht zu erkennen scheint. Ne? Also der Vater ist wirklich eben auch eine unheimliche Figur und er schwebt als ein weiterer Geist, aber als ein böser Geist über der Geschichte. Ja, es ist so, mein Vater hat mich im Grunde alles gelehrt, sagt er eigentlich, aber was er dem, was der Bunny Senior dem Bunny nicht beigebracht hat und was Bunny, quasi auch Bunny Junior dementsprechend nicht beibringen kann, ist, wie man mit Emotionen umgeht. Das ist eben diese große Leerstelle, ne? Also dass die, weil du sagtest, jemand, der eigentlich wissen müsste, wer es ist oder die können ja eigentlich nicht miteinander umgehen. Das ist ja auch so ein typisches irgendwie Männerproblem aus so einer gewissen Generation, dass man zwar dem Sohn beibringt, was er so wissen muss, um ein Mann zu sein und so, ne? Aber nicht dem was beibringt, was er wissen muss, um ein Mensch zu sein. Also wie er mit Emotionen umgeht und so, ja, wie man mit Liebe umgeht. So. Ja. Deswegen sagt ja auch Bunny, als der Bunny Junior geboren war und er dieses Baby zum ersten Mal sieht, es war einfach zu viel Liebe im Raum. Und die einzige Reaktion, die ihm dazu einfiel, war, Libby zu verlassen. Ja. Das ist halt auch so ein Kulminationspunkt, wo man genau merkt, so der weiß, er checkt zwar irgendwie, dass jetzt hier irgendwie Liebe und Emotionen gefordert sind, er hat aber nie gelernt, wie man sowas macht, wie man damit umgeht, wie man mit einem Baby redet oder irgendwas. Und dann ist nur noch die Fluchtbewegung. Ne? Und es spiegelt sich Mario in seinen letzten Worten. Denn die letzten Worte vor dem Tod des Bunny Monroe sind: Ich fand es schwer, auf dieser Welt ein guter Mensch zu sein. Ja. Ja, sehr logisch, dass er das schwer fand. Genau. Und und dementsprechend geht dann auch, ich habe es erwähnt, dieser Besuch dann bei dem Großvater ab, der wahrscheinlich, also so habe ich das verstanden, zum ersten Mal den Bunny Junior dort sieht und überhaupt erstmal, also er wird schon wissen, dass er ein Enkelkind hat, aber er hatte keinerlei Bezug zu diesem Kind. Also ich glaube, er kennt ihn schon, weil Bunnys Reaktion ist dann: Dad, du weißt doch, dass das dein Enkel ist oder so, ne? Aber er ist halt, er hat keinen Bezug. Sie besuchen ihn eben dann, und die Pflegerin, die du erwähnt hast, die kündigt in dem Moment gerade, ne? Weil also der Bunny Senior also ein ganz, ein schrecklicher Tyrann ist. Und
Auch das ist wieder eine sehr unheimliche Szene. Ja, vor allen Dingen, weil der kleine Bunny Junior, ohne es zu wissen, den Bunny Senior komplett aus der Fassung bringt und ihn total aufbringt, weil er so lobende Worte über seinen Vater findet. Ne? Ja. Es geht jetzt, glaube ich, ein bisschen durcheinander, aber also es gibt Bunny Senior, das ist die älteste Generation. Dann gibt es Bunny, Monroe. Dann gibt es Bunny, Monroe und dann Bunny Junior, das sind die drei Generationen. Es ist etwas schwierig, genau. Mhm. Und die Begegnung ist nämlich zuerst wirklich davon geprägt, dass der Bunny Senior selbstmitleidig ist, ne? Er ist krank und so weiter. Er will aber auch sich nicht helfen lassen. Und er sagt zu seinem Enkel, ich hoffe, du brichst deinem Vater das Herz, so wie er mir das Herz gebrochen hat. Denn ich habe versucht, einen anständigen Verkäufer aus ihm zu machen. Ich war ein Antiquitätenhändler. Ne? Das ist seine große. Er hat sozusagen mit edlen Waren gehandelt. Und was ist aus ihm geworden? Er ist ein Hausierer geworden, der also Schrott verkauft. Also auch diese Sache, ne? Also wie sich der Bunny Senior über seinen Sohn noch erhebt, von wegen Antiquitätenhändler. Ja. Ganz oben anzusiedeln in der Handlung, in der Händlerbranche. Ja. Wohingegen er Kosmetik an Frauen vertickt. Ja. Ne? Also Bodensatz so oder ist so. Es, ja. Das ist schon auch krass. Naja. Genau, und dann passiert es, was du schon gesagt hast. Bunny Junior sagt etwas, ist wieder mal stolz auf seinen Dad. Und mein Dad könnte einem Barracuda ein Fahrrad verkaufen. Ja, was wieder so ein dummer Spruch ist, den Bunny mal gesagt hat und den der Sohn einfach nachplappert, weil er so im Einklang mit seinem Vater ist. Ne? Und dann wird der Großvater, also Bunny Senior, richtig wütend. Und dann kommt eine schlimme Szene auch noch, Mario. Ja. Erinnerst du dich daran, wie es weitergeht? Naja, er sagt, machst du dich über mich lustig, du kleine Mistkröte? Ja. Und, nee, worauf wolltest du hinaus? Ich wollte darauf hinaus, dass er aufsteht, dem Enkel mit dem Stock einen Schlag versetzt. Bunny, der zu diesem Zeitpunkt schon völlig fertig ist, der ist also nur noch am Saufen und hat schon sich die Nase gebrochen bekommen und tritt in die Rippen und hat eigentlich kein Gleichgewichtsgefühl mehr, stürzt in dem Moment hin, liegt sozusagen vor seinem Vater und wimmert im Grunde. Und der Vater thront also als eine gewalttätige Figur über den jüngeren Generationen mit seinem Stock. Und sie müssen also wirklich da kauern und fürchten, den Alten. Bis er dann aber auch sagt, der alte Mann hält ihm das Taschentuch mit dem Auswurf hin und aus seinen Augen laufen gelbe Tränen. Aber das ist erst ganz zum Schluss. Ich sterbe, mein Sohn. Ganz, so geht das, das ist das Letzte, was er dann zu ihm sagt. Ja. Die beiden wollen dann schon gehen, ne? Also die ziehen sich zurück, sind im Grunde geprügelt und besiegt und ziehen sich zurück. Und dann will er sie nochmal aufhalten und sagt, ich sterbe, mein Sohn, und da fällt die Tür ins Schloss. Aber dass das auch tatsächlich so eine, das fällt mir jetzt auch wieder ein, dass ich das ansprechen wollte, dass das so eine eklatante Verfallsgeschichte auch ist. Also nicht auf dieser großen, jetzt hier spirituellen, metaphysischen Ganz körperlich, ja. Aber dass die innerhalb von 3 Tagen klappert der Bunny Monroe so zusammen. Also das geht damit los, irgendwie, dass er von einem Kater in den nächsten stürzt, dass er im Prinzip gar nicht mehr richtig nüchtern wird. Okay, könnte man noch sagen. So. Dann wird er ja einmal verdroschen von einer Kundin, bei dem seine Masche nicht zieht, kriegt die Nase gebrochen, hast du erwähnt, und so weiter und so fort. Bis dahin. Da muss ich wieder ganz an den Anfang unserer Sendung, als ich vorgelesen habe, dass er sich mit dem Zippo seine Locke, er hat ja scheinbar irgendwie so eine Schmalzlocken-Elvis-Frisur, auf die er wahnsinnig stolz ist, dass er sich diese Locke versenkt. Das ist ja auch nochmal so, dass er sich auch noch so selbst, also auch noch selbst anzündet im Prinzip und so. Und dass er tatsächlich ganz physisch körperlich verfällt. Dass er, seine Klamotten werden zerrissen, er stürzt, dann ist die Hose zerrissen. Er stürzt ständig, er fällt ständig auf die Fresse. Ja, weil er immer besoffen ist die ganze Zeit. Er liegt nur noch auf der Fresse, er will dann nachts zu einer ehemaligen Kundin fahren, das ist, als dieses Gewitter das aufzieht. Das ist eine tolle Szene, angesprochen. Er will nachts zu einer Kundin fahren und ich stelle es mir irgendwie so vor wie Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street, als er versucht, in dieses Auto einzusteigen. Also er stürzt in der Lobby, er kriecht raus, er steigt irgendwie in dieses Auto ein, es regnet schon, völlig durchnässt, sitzt er dann in seinem scheiß Fiat Punto, der auch immer kaputter wird im Übrigen im Laufe der Zeit irgendwie so. Also das ist auch alles so, das wird alles so jämmerlich. Ja, und die Szene ist sogar noch interessanter mit der Kundin, weil er telefoniert mit ihr und sagt, ich komme jetzt vorbei. Mhm. Und als er dann dort ist, scheint sie überhaupt nicht zu wissen, wer das, also sie weiß schon, wer das ist, aber warum er jetzt da ist, was mich zu der Frage geführt hat, hat er wirklich mit ihr telefoniert? Also, weil das Telefonat ist auch nicht so. Naja, weil in dem, was wir erzählt bekommen, ruft sie ja an, mitten in der Nacht.
Ah, okay, das wusste ich nicht mehr. Ja, ja. Sie ruft ihn an. Sie ruft ihn an. Und deswegen sagt er, sie ruft mich an, alles klar. Ja, aber vielleicht, wer weiß. Aber ob es, also sie erwartet ihn dann eigentlich nicht. Und ihr Freund ist auch vor allem zu Hause. Ja. Und der versetzt Bunny dann nochmal einen richtigen Tritt in die Rippen. Und dann kommt nämlich eine ganz berührende, schöne Szene. Bunny, verprügelt, verkatert, kommt am nächsten Morgen wieder nach Hause, also wieder in das Hotel, wo er seinen Sohn, seinen 9-jährigen Sohn, die ganze Nacht allein gelassen hat. Der Sohn steht in dem Hotelzimmer, hat die Teletubbies an, hat sich eingenässt und Bunny torkelt da rein, lässt sich auf irgendeinen Sessel fallen. Der Kleine krabbelt dann auf seinen Schoß und Bunny sagt noch zu ihm so, ist schon in Ordnung, sagt er, ne? Und dann kommt die Szene, der Junge drückt seinen Dad und fängt an zu weinen. Ich bin bereit, sagt Bunny vage, zu niemand Bestimmtem. Da ist nämlich der Moment, wo er sagt, ich bin bereit. Aber wer weint da in der Szene? Ist das jetzt Bunny Junior? Oder? Bunny Junior, ja. Bunny Junior weint, weil er sich eingenässt hat. Okay. Ja. Weil ich nämlich auch noch diese Szene ganz präsent habe, das ist aber dann wirklich sehr weit am Ende. Also Bunny verfällt ja dann weiter. Ich will nicht zu viel spoilern und so, aber es ist halt, es geht nicht nur physisch, sondern auch psychisch immer weiter bergab mit Bunny Monroe. Das Bild wird ja auch ein bisschen gebrochen, ne, dass der Bunny Junior von seinem Vater hat. Auch das war in der Eingangsszene, die ich gelesen habe, ist das schon deutlich geworden. Und dann irgendwann haben wir diese Innenperspektive von dem Jungen, der dann sagt, er wünschte sich dabei, sein Dad würde aufhören zu weinen, damit er auch mal dran ist. Auch diesen Satz habe ich mir rausgeschrieben, damit er auch mal dran ist, genau. Weil irgendwann geht es dann auf. Der Junge ist, dieser 9-jährige Junge ist vielleicht als Figur nicht ganz glaubwürdig, aber er muss halt auch eine Menge wirklich mitmachen. Es ist sowieso keine glaubwürdige Geschichte, weißt du? Also es ist eine literarische Geschichte und der Sohn hat halt eine bestimmte Rolle. Ne? Der ist eben wirklich, der ist eigentlich die Verkörperung von Gnade. Und der war die ganze Zeit vor allem auch der Starke. Das ist halt der Punkt. Ja, das sagt auch seine Mutter dann. Die Mutter zu dann ihm, wortwörtlich, dass sie so die tote Mutter erscheint ihm nochmal sehr real. Und sagt irgendwie, du darfst niemals verzweifeln. Und dann sagt der Junge gleich, sagst du mir das, weil bald was sehr Schlimmes passieren wird? Ja. Und dann sagt sie, siehst du, du warst schon immer der Starke. Genau. Das ist schon toll. Also diese Szenen, also in diesen Szenen leuchtet dieses Buch dann richtig. Mein Lieber, wunderbar. Das war vielleicht auch ein schönes Schlusswort. Ich denke an dieser auch, Stelle. Dann kann ich nur sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, über dieses Buch zu reden. Übrigens, auch das wieder ein Buch, ich sage das, habe ich das Gefühl, in jeder Sendung, aber es ist die Wahrheit. Ein Buch, das man sehr leicht wegliest. Also ich habe das, glaube ich, an 3 Abenden weggelesen. Es ist sehr unterhaltsam auch und sehr zu empfehlen. Sagst du aber nicht in jeder Sendung. Also Dostojewski haben wir nicht einfach so weggelesen. Na, wobei der Spieler war ja schon eher so das Einstiegswerk. Das hatten wir damals auch in der Sendung gesagt. Das ist es auch. Kam mir auch so vor. Aber naja, das nächste Mal dann wieder was Anspruchsvolles. Und zum Schluss haben wir nochmal Musik. Oh ja, unbedingt. Und zwar habe ich einen Song rausgesucht vom vorletzten Album von Nick Cave. Mhm. Dem letzten Bad Seeds Album, Ghost Teen. Und das ist ein Lied, das die Stimmung aufgreift, die auch der Schluss des Romans hat. Und deswegen würden wir euch gern mit diesem Lied entlassen. Es heißt Bright Horses und wir hören eine Coverversion von Maria Heurup. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es ist ein sehr schönes Lied. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Those bright burning horses, and everyone is hiding, and no one makes a sound. And I'm by your side, and I'm holding your hand. Bright horses of wonder springing from your burning hand.
And everyone has a heart and it's calling for something. We're all so sick and tired of seeing things as they are. Horses are just horses and their manes aren't full of fire. Fields are just fields and there ain't no load. And everyone is hidden and everyone is cruel. There's no shortage of tyrants, no shortage of fools. And the little white shape dancing at the end of the hall. It's just a wish that time can't dissolve at all. Ooh. 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 This world is plain to see. It don't mean we can't believe in something. And anyway, my baby's coming back now on the next train. I can hear the whistle blowing. I can hear the mighty roar. I can hear the horses prancing in the pastures of the Lord. Wow, the train is coming, and I'm standing here to see. And it's bringing my baby right back to me. Well, there are some things it's hard to explain, but my baby's coming home now on the 5th of